Heute besprechen wir, wie du deine Noten ab der Oberstufe krass verbessern kannst. Und dafür gebe ich dir 5 Tipps für deinen Top-Abiturschnitt. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und unsere gemeinsame Mission ist dein Traumabiturschnitt. Und genau um diesen Traumabiturschnitt wird es in diesem Video gehen. Weil bei mir war es früher so, dass als ich so 6., 7., 8. Klasse war, ich bin immer so ein bisschen mitgeschwommen. Ja, ich habe die Sachen schon verstanden, aber ich habe beispielsweise daheim nie gelernt. Ich habe immer nur gechillt oder gezockt oder was auch immer. Und mein Dad immer so, Leo, du kannst so viel mehr, lern doch mal, das ist super wichtig. Und ich so, nee, Dad. Und irgendwann habe ich dann, weil mein Dad immer wieder kam, Leo, jetzt setz dich doch mal hin, das ist so wichtig für deine Zukunft und bla bla bla, was die Eltern halt immer sagen. Ich habe mir gedacht, ich muss irgendwas sagen, wo mir zumindest die nächsten 3 Jahre nicht mehr auf den Sack geht. Und dann habe ich mir überlegt, weißt du was? Das wollte ich dann auch selber, also nicht nur Sache, die ich sagen, sondern wirklich eine Sache, die ich auch machen wollte, weil ich so auch selbst sinnvoll fand. Ich so, weißt du was denn? Die Noten zählen sowieso erst ab der 11. Klasse. Ich verspreche dir, ich fange so am Ende der 10. an, dass ich in der 10. mich schon ein bisschen eingroove, ein bisschen Gas gebe, ein bisschen so in die ganzen Gewohnheiten reinkomme und dann ab der 11. dann geht's richtig los. Und mein Dad so, nee, machst du eh nicht, jetzt setz dich ran und so weiter. Ich so, doch Dad, vertrau mir. Und ab diesem Zeitpunkt, wo ich auf die Sache gekommen bin, jedes Mal, wenn er irgendwas gesagt hat, ich so, Dad, am Ende der 10. fange ich an. Und er ist mir nie geglaubt, er ist mir einfach nie geglaubt. Aber es war wirklich so, dass ich dann am Ende der 10. wirklich ein bisschen mehr Gas gegeben habe und dann ab der 11. voll da war. Ich wollte sofort Ivy League und Harvard und so weiter und 1-0 und Gas. Das war bei mir wirklich so ein Schalter. Und deswegen ist auch so direkt der allererste Tipp, lass deine Vergangenheit los. Lass deine Vergangenheit los. Es geht wirklich extrem schnell. Diese Sommerferien von 10. auf 11. Klasse, die können für dich wirklich transformierend sein. Da muss nichts, kein großes Ereignis passieren. Es geht einfach nur um deine Entscheidung im Kopf. Da sagst du, okay, ab der 11. ich bin am Start. Ich bin sowas von am Start. Weil die Vergangenheit ist Vergangenheit. 10., 9., 8., was für ein Schüler da warst. Es ist Vergangenheit. Was zählt jetzt die Zukunft? Deswegen leg dich da voll rein und sag, triff für dich vor allem selbst die Entscheidung. Sobald jetzt dieses Schuljahr losgeht, ich bin am Start. Zweiter Tipp. Glaube an dich selbst. Jay-Z hat selbst gesagt, the belief in oneself, that is the foundation for everything great. Und das sagt er nicht ohne Grund. Und das ist auch beispielsweise der Grund, warum ich am Ende von jedem Video sage, ey, ich glaube an dich. Weil ich mir irgendwann mal die Frage gestellt habe, wenn ich euch eine Sache mitgeben kann, scheiß mal auf Mathe-Tipps und Lernstrategien und was weiß ich alles. Wenn ich dir eine einzige Sache mitgeben kann, habe ich mir die Frage gestellt, was wäre das? Und das ist, glaub an dich. Und deswegen sage ich es am Ende von jedem Video, weil es das Allerwichtigste ist. Wenn du anfängst, an dich selbst zu glauben, dann kannst du alles schaffen. Dann kannst du alles schaffen. Vielleicht nicht sofort oder mit einem coolen Hack oder so. Aber du weißt, dass dieses Potenzial in dir liegt und du wirst für dich selbst Möglichkeiten finden, wie du das Ganze schaffen kannst. Und gerade, wenn du in der Oberstufe dann richtig krasse Noten verbessern willst, weil du davor immer so ein 2er, 3er, 4er, ich will nicht sagen, dass 2 eine schlechte Note ist, ne, ist alles relativ. Manche sind einfach auch 5er gewesen. Wenn du wirklich sagst, ich will ab jetzt richtig krass meine Noten verbessern, dann musst du es damit anfangen, dass du an dich selbst glaubst. Weil wenn du beispielsweise sagst, sagen wir, du hattest immer so, warst immer so ein mittelmäßiger, beschlechter Schüler. Und jetzt sagst du, ich will ein 1er-Abi haben. Dann werden garantiert so viele Leute, egal ob es deine Freunde sind, deine Familie, deine Lehrer, was weiß ich, die werden alle sagen, schaffst du eh nicht, ja, lass den mal reden. Und dann ist es irgendwann so, und es geht allen Menschen so, die später mal erfolgreich geworden sind, dass als die angefangen haben, darüber zu sprechen, was ihre Vision ist, was sie erreichen wollen, was ihre Ziele sind, dass alle um ihn herum gedacht haben, kannst du eh nicht schaffen. Und du hast dann irgendwie das Gefühl, dass diese ganzen Zweifel auf dich so einprasseln wie Pfeile. Und du fühlst dich fast schon mit deinem Ziel wie so ein verblutender Wolf. Wisst ihr, was ich meine? Du denkst so, ich will es aber schaffen und nein, du schaffst es nicht. So, fuck. Und wenn du dich so fühlst, dann denk an eine Sache. Schau dann an Thaddäus Koroma, er sagt das so geil. Stärke kommt von innen. Ja, Stärke kommt von innen. Das bedeutet, wenn alle Stimmen um dich rum sagen, du schaffst es nicht, dann hör nur auf deine eigene. Und wenn du das machst, wenn du wirklich sagst, ey nein, hier drin, ich spüre, dass ich meine Noten krass verbessern kann, ich spüre, dass ich diesen Abischnitt erreichen kann, deswegen gebe ich jetzt Gas, mir scheißegal, was alle anderen sagen, dann wirst du es auch garantiert packen. Drittens, erschaffe dir eine neue Identität. Viele denken, ich schaue mir einfach ein paar YouTube-Videos an, dann sind da ein paar coole Hacks oder Methoden drin und dann, hey, bessere Noten.
Und klar, Hacks und Methoden bringen dir wirklich krass viel, weil die pushen dich wichtig. Aber die eine Sache, die am allerzentralsten darüber bestimmt, was für Noten du schreibst, ist deine eigene Identität. Tony Robbins beispielsweise, für diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist der erfolgreichste Persönlichkeitsentwicklungstrainer der Welt. Er selbst sagt, es ist eigentlich scheißegal, wie viel Geld du aktuell verdienst. Was wichtig ist, in Bezug auf finanziellen Erfolg, ist, was für eine Identität du bezüglich deines Einkommens hast. Wenn jemand 50.000 Euro verdient, aber von sich selbst diese Identität hat, 5.000 Euro im Jahr, das hier zeige ich mal durchschnittlich, von sich selbst die Identität hat, nein, Mann, ich bin ein Millionär, dann wird es nicht lange dauern, bis diese Person Wege findet, um diese Einnahmen eben zu erhöhen. Umgekehrt kannst du aber jemandem jeden Monat eine Million geben, was ein absolut krankes Einkommen ist, wenn die Person aber glaubt, nee, ich bin eigentlich ein ganz durchschnittlicher Mensch und so weiter und eigentlich sollte ich nicht mehr als 50.000 im Jahr verdienen, dann wird diese Person es nicht handeln können und früher oder später dieses Geld wieder so ausgeben und irgendwie diesen Beruf verkacken oder was auch immer, dass sie wieder auch an ihrem Standard ist. Thema Standards, das ist das Stichwort. Wenn du wirklich deine Noten krass verbessern willst, ich spreche nicht von einem Hack, irgendeiner Lernmethode, sonst irgendwas, wo du nochmal irgendwie einen Punkt besser wirst, sondern wirklich krass, signifikant deine Noten verbessern willst, dann musst du dir eine neue Identität anschaffen. Diese neue Identität kommt immer mit neuen Standards gleich. Das heißt, du kannst es nicht mehr akzeptieren, wenn du eine schlechte Note bekommst. Wenn du sagst, ah ja, klar, habe ich ja sonst auch immer bekommen, ist ja logisch. Nein, es darf für dich nicht mehr klar gehen. Du musst die ganze Zeit in hohen, großen Zielen sprechen. Das ist super wichtig, dass du wirklich sagst, nein, ich bin es nicht mehr. Das, was ich die letzten 8 Jahre im Gymnasium gezeigt habe, das bin ich nicht mehr. Das bin ich nicht mehr. Sondern du siehst dich jetzt wirklich als Einserschüler, als Abiturathlet, ja? Deswegen kreiere ich ja diesen Namen, weil du dich als Abiturathlet siehst und sagst, nein, okay, ich habe vielleicht in der Schule bisher gechillt, hatte Spaß und so weiter, aber jetzt habe ich noch 2 Jahre bis zum Abitur, jetzt bin ich Abiturathlet, jetzt gebe ich Gas und jetzt stecke ich alles rein, meinen Traumabiturschnitt auch wirklich zu erreichen. Viertens. Wenn du diese Identität dadurch, dass du immer wieder daran denkst, immer wieder daran denkst, immer wieder daran denkst, wirklich mit der Zeit immer mehr verkörperst und wirklich zu dieser Person wirst, die du am Anfang nur in deinem Kopf erschaffen hast, dann ist es wichtig, dass du dich dann auch darum kümmerst, dass andere dich so wahrnehmen. Und dazu gibt es im Prinzip 3 sehr einfache Punkte. Erstens, deine Kleidung. Wenn du davor mit Kapuzenpulli, Jogginghose in die Schule gekommen bist, zieh dir einfach mal was Schickes an, kauf dir vielleicht sogar ein Hemd. Das habe ich wirklich gemacht. Ich habe es zwar damals in der 11. gemacht, weil ich nebenbei in einem Startup gearbeitet habe und mich dafür mehr interessiert habe als für die Schule selbst eigentlich. Aber es hat trotzdem sich auch richtig krass sowohl bei den Lehrern ausgezahlt, als auch bei den anderen Mitschülern und auch mir selbst gegenüber. Ja, wenn du mit einem Hemd in der Schule sitzt, dann kannst du keinen Schwachsinn machen. Stell dir mal vor, jemand hat ein Hemd an und schmeißt dann Radiergummi durch die Gegend. Dieses Bild passt einfach nicht. Deswegen, es ist die Stärke der Identität. Deswegen unbedingt, unbedingt zieh dir das an, was vielleicht auch deinen Noten entspricht. Es muss ja gar nicht teuer sein. Einfach nur, dass du für dich selbst klar diese Intention setzt. Genauso auch die Körperhaltung. Versuch, das passiert auch automatisch durch bessere Kleidung, dass du eine bessere Körperhaltung hast. Aber wenn du auch präsentierst, ja, bei Referaten, das ist so krass. Leute, die 15 Punkte haben wollen und auch der Meinung sind, dass sie 15 Punkte verdient haben, die sprechen ganz anders. Ja, die sprechen so, die sprechen aufrecht und so weiter. Schüler hingegen, die eh denken, ah, oh, Referat, kein Bock, muss ich vor der Klasse stehen, die sind immer so zögerlich und du merkst, okay, das würde jetzt nicht passen, wenn die eine richtig gute Note bekommt. Und das ist so unfassbar zentral. Und dann im dritten Schritt natürlich auch, du kannst dieses Image von, ich bin jetzt im Einserschüler, ich bin ein Abiturling, das bekommst du vor allem dann über deine Sprache. Das bedeutet, wenn du für dich selbst, das kannst du aber erst machen, wenn du wirklich diesen Glauben an dich selbst hast und dann diese neue Identität wirklich für dich kreiert hast und sie für dich selbst wirklich verkörperst, dann kannst du über deine Ziele und Visionen auch offen sprechen. Das würde ich dir davor eher nicht empfehlen, weil du sonst noch mehr Zweifel bekommst. Aber wenn du da wirklich in dir schon gesattelt bist, dann sprech offen darüber, dass Leute wissen, ey, okay, der Ziel ist wirklich auf ein Top-Abitur zu. Und am Anfang werden sie vielleicht trotzdem belächeln und nicht ganz ernst nehmen, vor allem wenn du früher anders warst. Aber wenn du es dann durchziehst, wenn du es dann wirklich durchziehst, dann werden sie merken, okay, krass, der Typ oder die meint's wirklich ernst. Und dann werden sie dich schlussendlich auch als in diesem Image sehen. Und dadurch, dass die anderen Leute dich dann so sehen, bist du auch von den Lehrern so behandelt und du trägst dich selbst irgendwie auch so. Und es ist irgendwie so ein automatischer Prozess, wodurch du
Wo eigentlich für jeden klar ist, dass du ein Top-Abitur, weil du es wirklich durchziehst. Und für dich selbst ist es klar, für die Lehrer ist es klar und es wird einfach fast automatisch passieren. Aber du musst dir als allererstes mal diese Identität kreieren und das dann eben auch nach außen tragen. Und fünftens, ganz, ganz wichtig, dass wenn du da jetzt nicht drauf aufpasst, kannst du alles davor vergessen. Und zwar, pass auf, dass du nicht in deine alten Muster verfällst. Das ist so unfassbar entscheidend. Weil, was meine ich mit alten Mustern? Das könnte zum Beispiel schlechte Angewohnheiten sein. Beispielsweise du schläfst länger aus, du prokrastinierst, du snoost, du gehst ans Handy während der Schule, während deiner Learning Round. Egal was, all diese schlechten Angewohnheiten, wenn du so, sei, dann musst du wirklich, wenn du es, vor allem wenn du es nach diesem Video, dieses Ganze umsetzt und dann nach einer Woche spielst, okay, fuck, es funktioniert echt übelst krass. Und du dann denkst, du hast es. Denk bitte, bitte an diesen fünften, letzten und allerentscheidendsten Tipp. Du musst darauf aufpassen und dich im Prinzip mental schon darauf vorbereiten, dass du in deine alten Muster nicht zwangsläufig verfallen wirst, aber dass dein Körper es möchte. Und in dem Moment, wo du beispielsweise merkst, okay, du willst wieder snoozen oder willst wieder dahin gehen, da musst du da sein. Da musst du bereit sein und direkt gegensteuern mit all deiner Willenskraft. Das ist so wichtig, dass du das wirklich beibehältst, weil sonst verkackst du dir alles von davor. Es gilt genauso für deine Freunde, wenn du vielleicht gemerkt hast, ey, irgendwie die Leute, mit denen ich davor gechillt habe, die tun mir nicht so gut. Die wollen selbst gar kein gutes Abitur erzielen und ich hänge es lieber mit Leuten ab oder knüpfe da neue Kontakte, zumindest zusätzlich zu Leuten, die auch irgendwie mehr aus sich machen wollen. Dann versuch da auch wirklich konsequent zu bleiben. Das heißt nicht, dass du gar keine Zeit mehr mit deinen alten Leuten verbringen musst. Aber versuch wirklich da nicht dann irgendwie zu sagen, ah, okay, irgendwie war es früher doch chillig und so weiter, jetzt mache ich da und chill mal und geh mal abends mit grillen und so weiter. Sondern bleib wirklich am Start. Bleib wirklich am Start, weil es wird automatisch passieren, weil die Leute werden nachfragen, ey, hast du nicht mal Bock, wieder feiern zu gehen? Ey, hast du nicht mal Bock auf Saufen? Ey, hast du nicht mal Bock auf irgendwas anderes? Und dann musst du standhaft bleiben. So wichtig. Genauso auch Lehrer, das Verhältnis zu den Lehrern. Wenn du Lehrer in der Oberstufe hast, die dich davor schon hatten und die denken, ah ja, der macht wieder Quatsch oder da, es passt gar nicht so auf oder wenn du mal krank bist und davor übelst oft gefehlt hast, dann gesagt hast, nein, Mann. Und dann, ich will es immer da sein und dann bist du immer da, aber einmal bist du wirklich krank, sagt die Lehrerin, ah ja, der war bestimmt wieder nicht da, dann geh danach direkt zur Lehrerin und sagst, nein, hören Sie, ich war da wirklich krank, ich nehme es jetzt wirklich ernst, dass auch die Lehrer dich sofort anders wahrnehmen, das ist so unfassbar entscheidend. Und wenn du das alles kombinierst und dann wirklich auch, wie beim letzten Punkt gesagt, wirklich darauf achtest, wenn du wirklich darauf achtest, dass du da auch nicht wieder zurückslidest, dann wirst du eine Oberstufe erfahren wie noch nie zuvor. Ich meine, du warst noch nie in einer, aber auf jeden Fall Schule wie noch nie zuvor. Und das wird sich auch durch dein Leben durchziehen. Deswegen unbedingt, unbedingt, nimm dieses ganze Video zu Herzen. Schau es dir bitte 2-3 Mal an. Das ist so unfassbar wichtig, damit du erst in der Oberstufe, dann in deinem Abi und dann grundsätzlich in deinem Leben komplett durchstarten kannst. Deswegen, dann macht es unbedingt jetzt noch eine kleine Empfehlung. Und zwar check mal Simon Watson auf YouTube ab. Manche kennen ihn vielleicht noch als 1er-Schüler. Link ist in der Beschreibung. Startet auch gerade auf YouTube und so weiter. Macht auch Videos zum Lernen und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall, da sich noch mehr Content reinzuziehen und wirklich auch diese Identität als 1er-Schüler, als Abiturathlet wirklich zu festigen. Und ansonsten eine allerletzte Sache, wie immer noch. Ich glaube an dich. Especially if it's my dream, I can't let none of these looks in vain. No, most of these blessings I can't even see. Pray-